Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu 5 Tipps für mehr Gelassenheit in der Adventszeit. Dieses Stressthema ist ja in diesem Adventskalender so hoch. Ich möchte halt, dass ihr in dieser Weihnachtszeit so wenig Stress wie möglich erfahrt und so gelassen wie möglich durch diese Zeit bis Weihnachten gleiten könnt. Und deswegen habe ich euch heute 5 Tipps mitgebracht. Und Tipp Nummer 1 ist, flexibler und spontaner in der Planung zu sein. Ich persönlich finde ja Planung, Zeitmanagement, Organisation super wichtig. Aber man sollte sich so einen gewissen Grad an Flexibilität, Spontanität einfach beibehalten, um da kurzfristig auf irgendwelche Gegebenheiten reagieren zu können, sei es, dass irgendjemand krank wird oder was auch immer, dass euch das Weihnachtsgeschenkpapier ausgeht. Ich weiß es nicht. Und da dann nicht im Hinterkopf gleich wieder zu haben, was mache ich jetzt? Die Katastrophen, die entstehen könnten oder weil das Kind krank ist und ihr eure To-Dos nicht schafft oder so, dann diesen Druck im Hinterkopf aufzubauen. Nee, dann einfach halt mal das sein zu lassen und zu schauen, wie man das auf die nächsten Tage aufteilen kann. Die To-Dos, die dann zum Beispiel liegen bleiben. Und da kann ich auch nur empfehlen, Perfektionismus abzulegen in dem Zusammenhang. Also es muss nicht das perfekte Geschenk sein, es muss nicht perfekt eingepackt sein, es müssen nicht die perfekten Plätzchen sein und es muss auch nicht der perfekte Weihnachtsmarktbesuch sein. Braucht es alles nicht. Tipp Nummer 2, auf das Wesentliche konzentrieren. Also was ist wirklich wichtig? Muss ich jetzt die 5. Sorte Plätzchen unbedingt noch backen? Muss ich auf den 10. Weihnachtsmarkt gehen oder muss ich an der 5. Weihnachtsfeier teilnehmen? Muss es wirklich sein? Abwägen. Tipp Nummer 3, atmen. Immer mal wieder tief ein- und ausatmen. Hilft bei Gelassenheit ungemein. Vor allen Dingen, wenn man halt wirklich gerade in so einer Situation ist, wo man eigentlich gerade laut werden möchte und schreien möchte, erst atmen. Tipp Nummer 4. Sich die Frage stellen, wenn halt wirklich eine Streitsituation ist, ein Problem ist, wo ich gerade verzweifelt bin, weil irgendwas nicht funktioniert, stellt euch die Frage, tangiert mich dieses Problem, dieser Streit, dieses Ärgernis, tangiert mich das in 5 Jahren noch? Meistens ist die Antwort nein. Meistens interessiert uns das schon in einer Woche, in 2 Wochen nicht mehr. Und dann das einfach zu relativieren, so wichtig ist es nicht. Gerade stört mich das, aber so im Hinblick auf das große Ganze ist es gerade eigentlich nicht so wichtig. Und das nimmt ganz, ganz viel Druck und da könnt ihr schon wieder gelassener sein. Und mein letzter Tipp, mein 5. Tipp, ist ein Perspektivwechsel. Einfach das Ganze mal von einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Kinder, ihr seid halt extremst in den Weihnachtsvorbereitungen. Ihr backt, ihr shoppt, ihr packt Geschenke ein. Und die Kinder können das alles gar nicht verstehen und würden sich aber lieber mit euch hinsetzen und ein Buch lesen oder ein Spiel spielen. Und was machen Kinder dann oftmals? Sie rebellieren und sie streiten sich mit euch und sie wollen nicht mit euch jetzt in die Stadt fahren und noch irgendwas besorgen. Nein, also rebellieren sie. Und da dann einfach mal zu schauen, sich in die Kinder hinein zu versetzen, zum Beispiel zu schauen, okay, habe ich die vielleicht in den letzten Stunden doch ein bisschen vernachlässigt? Sollte ich mich jetzt vielleicht einfach mit denen zusammensetzen und ihnen meine Aufmerksamkeit schenken? Wirklich, wirklich die Aufmerksamkeit schenken. Nicht schon wieder so einen halben Blick aufs Handy, welches Plätzchenrezept bei Chefkoch jetzt neu dazugekommen ist oder so. Sondern wirklich dann einfach mal die Perspektive zu wechseln. Oder wenn man eine unfreundliche Kassiererin hat. Vielleicht hatte die einfach einen scheiß Tag. Vielleicht hat die sich heute Morgen mit ihrem Mann gestritten. Die Perspektive wechseln und das nimmt ganz, ganz viel Druck raus. Und da könnt ihr gelassener in dieser Situation sein. Ich hoffe, meine 5 Tipps für mehr Gelassenheit haben euch gefallen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr macht, um gelassener zu sein, um ruhiger zu sein, um in so Stresssituationen nicht auszurasten, nicht zu schreien, nicht laut zu werden, was ihr dann tut. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, tschüss!